Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Halo 4. Endlich wieder. Wir wissen nicht genau, wo wir aufgehört haben. Okay, wir wissen es schon ungefähr, also genauer als wir gerade hier sind. Aber haben uns einfach gedacht, ja, da wir so lange brauchen wir wieder den Anschluss in die Kampagne und haben einfach ein Stück weiter zurück erst angefangen. Vor allem, du folgst mir. Ja, ich spiel doch auf dir drauf, mein Junge. Finde ich super. Alter, das ist voll geil, Mann. Das war ohne Witz. Oh. Ah, ich bin da drauf. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Ach, du bist doch doof. Ja, auf jeden Fall, kann man jetzt, haben wir jetzt eine lange Redepause. Gut, wir sind wieder da und wir freuen uns tierisch wieder da sein zu können. Ja, ich greife dann auch mal das Wort, da er auch mal aufhört zu labern. Ja, der labert ja ununterbrochen, der Junge. Mal, ich laber nichts. Was laberst du überhaupt? Nicht dein Ernst! Was denn? Die Tür hat mich zerquetscht! Hey, Sicherheit, eben ging die nicht zu, oder was? Okay, rede. Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich bin auch mal wieder am Start hier, ja. Ich muss ja lange auf meinen Boss verzichten, nein, Spaß. Ja. Zum Glück können wir mal wieder weiter zocken, ja. Hat ja lange genug gedauert. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt erstmal das Fett ein bisschen leiser stellen. Ich stehe nämlich von einem zu Boden. Nicht. Ich habe den Moment nicht da. Einer der Schildenergiekerne ausschalten. Nochmal. Noch zwei Kerne auf unserer Ebene. Zerstören Sie sie vor dem Aufstieg. Ja, das war's schon von deiner Seite aus, oder wolltest du noch irgendwas ganz am Anfang noch schnell erwähnen? Gut, denn würde ich einfach sagen, ich laber. Du war tot. Ich laber da mal weiter. Alter, fick du so Scheißviech. So, auf jeden Fall. Wir sind wieder hier und wir freuen uns tierisch, wie man gerade auch schon vom Tempo gehört hat. Ja. Was ich. Ich habe jetzt, diese Folge kommt jetzt wahrscheinlich am 31. raus, am 31.12.2012 halt. Und zwar, weil das ein Montag ist, ich habe mir einen kleinen Plan entwickelt, an welchen wir uns, halt auch er hier, der Lappen, der halt hier vor mir am Fighten ist. Ja, und der Lappen hier, der schafft es auch mal, uns zu planen. Ja, jetzt mal die Schnauze. Gut, das waren die Kerne, jetzt rauf zur Spitze des Pylons. Wirklich. Ja, auf jeden Fall halten wir es daran und es fängt halt Montag an und ich fände es scheiße, wenn wir dann halt anfangen an einem Dienstag zu LP'en, weil dann würde auch Halo 4 und so erst wohl spät kommen und so weiter. Ja, ich könnte ja mal ungefähr, nee, den Plan habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Das ist doof. Oder? Ich kann mal eben hier mal eben ein bisschen rumswitchen. Geht das? Am besten ohne zu sterben. Doof. Ja, lol, ist gestorben. Vielen Dank. So. Ich öffne es hier mal gerade eben im Hintergrund. Das sieht man jetzt nicht hier bei euch. Die Datei, wo das der Plan halt drin ist. So, geplant ist, dass montags Halo 4 kommt, Alter, und auch Borderlands. Ey, ich pack den nicht, jetzt ohne Witz. Wen? Der schleudert mich die ganze Zeit um die Luft. Ach, jetzt aber. Also, montags kommt Halo 4 und Borderlands. Ja, ihr habt nicht gehört, Borderlands. Sie sind gar nicht im Kern, sie gehen auf eine Umlaufbahn. Am Dienstag kommt Minecraft. Mittwoch kommt wieder Halo 4 und Borderlands 2. Achso, hier ist ein paar Fehler drin. Am Montags kommt kein Borderlands, sondern Borderlands 2. Entschuldigt mich bitte. Borderlands 2 ist einfach eine Planung, die noch nicht umgesetzt wird. Später eventuell. Also, montags Halo 4, Borderlands 2. Dienstags Minecraft. Mittwoch Halo 4 und Borderlands 2. Donnerstag Minecraft und Borderlands 2. Nee. Hä? Ich krieg grad den Plan total verwirrt.
Hä? Was habe ich denn da für eine Scheiße fabriziert? Okay. Weiß ich auch nicht. Und wie besoffen du da unten die ganze Zeit rumläufst. Ich bin gerade ein wenig verwirrt hier von meiner eigenen Planung. So wie oft. Nein, dann ist Borderlands eventuell doch kein Tipp für, eventuell ist doch Borderlands doch noch drin. Ne? Ja, auf jeden Fall kommt dann Samstag Minecraft. Freitag kommt Halo 4 und Borderlands 2. Sonntag kommt kein Borderlands 2, das ist einfach nur hier bei mir falsch eingetragen. Freitag kommt Halo 4 und Borderlands 2. Dann kommt am Samstag Minecraft und alle zwei Wochen ein Let's Test. Und sonntags kommt ein schönes, locker flockiges Gameplay. Was dann zwischen Live-Commentary und normal. Halt, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt. Na, sag einfach mal, das ist so normal, ne? Wie komme ich hier wieder hoch? Ich bin gerade hier total ganz halt einfach irgendwie hier rumlatschen. Hey Junge, warte, ich komm runter. Ich komme entgegen, sag ich mal so. Ja, dann war's das für die Planung. So, wo bist du? Ja. Mal eben gucken, wie lange wir schon aufnehmen jetzt. Warte. Es wird gerade nicht angezeigt. Wir nehmen auf erst 6 Minuten, ungefähr 6 Minuten 30 und so. Ja, ist ja noch in Ordnung, klappt ja. Gut. Ach da. Ich komm. Ganz ruhig. Ja, ist ja gut. Ich würde dich ja nur noch mal darauf hinweisen. Ja, also wo sind wir denn hier? Da haben wir ein Lichtgewehr. Also Lichtgewehr wieder. Hier braucht man ein Lichtgewehr wieder. Ja, der liebe, Timale, der zockt auf einem wunderschönen neuen Controller, den wir uns gerade eben zugelegt haben. Ach ja, da kann man auch drüber reden. Ich zocke mich jetzt auf den neuen Controller. Ich habe jetzt die Namen. Mad Cats heißt die Firma. Genau. Es ist das FPS Pro. Ja, davon haben wir auch ein Unboxing gemacht. Das kommt eventuell morgen schon aus. Also am 30. ist das jetzt. Für uns ist es morgen. Wahrscheinlich schon am 30. raus. Ich bin mir jetzt. Sagte Herr Forward Antodan. Sie müssen unser Notsignal aufgefangen haben. Signalboje wurde mit uns hineingezogen. Kann sie versuchen, ihm zu folgen? Werden Sie in den Gravitationstrichter gezogen? Ich versuche, Sie zu warnen. Kümmern Sie sich um den Strahl. Okay, ja, der Controller, ne? Willst du auf sowas sagen oder soll ich? Ja, du warst doch gerade irgendwo bei und dann hast du aufgehört wegen dem Dings hier. Ich vergessen, wobei ich war. Irgendwie, es kommt wahrscheinlich morgen schon am 30. und dann. Achso, ja, das, also der Unboxing kommt wahrscheinlich morgen schon, also am 30. Die Strahlsteuerung. Und. Ich mach das mal, ne? Dann sieht man das schön. Oh, ist das schwer. Und wieder rein. Au. Wir haben den Trichter noch nicht erreicht. Die Störung ist noch zu stark, um sie zu warnen. Wir müssen den anderen Strahl ausschalten, bevor sie wie wir reingezogen werden. Was haben wir denn hier Schönes? Automatikgeschütz. Hab ich schon. Hab ich auch schon. Also Automatikgeschütz ist hier das, ne? Für jeden, der es nicht weiß. Es kann schießen und zerstört werden. Was suchen die hier? Sie bewegen sich auch auf den zweiten Pylon zu. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. You know? Das Buch ist geklaut, aber nochmal so. Anscheinend haben die Prometheaner auch etwas gegen die Anwesenheit der Allianz. Das Battle.net explodiert förmlich mit Nachrichten über die Gegenwehr rund um den Pylon. Sehr. Ich wollte gerade sagen, telegrafisch dargestellt. Oh mein Gott. Sehr schön grafisch dargestellt. Ja, nee, nicht telegrafisch. Ja, schön telegrafisch dargestellt, genau. Halt die Schnauze. Ich dachte doch gar nichts. Telegrafisch. Ja, ja. Danke.
Ja, dieser Controller, das ist halt ein schöner Gaming-Controller. Der hat hinten zwei Tasten, die man belegen kann. Dann kann ich zum Beispiel aus diesen Combat-Tasten, heißen die, kann ich zum Beispiel das X machen oder das A oder den rechten Stick als Beispiel, wenn man mir reindrückt. Das ist echt cool, weil dann ist man zum Beispiel viel schneller in den Sachen, anstatt dass man immer den Daumen so bewegen muss und man hat die Finger direkt dran. So. Und er ist, aber er ist relativ empfindlicher als der normale Xbox-Controller, oh, wenn ich das so sagen darf. Das Problem hatte der Tefu Max vorhin auch, dass er andauernd so zack nach oben, okay, bei mir ist das nicht so schnell, aber so zack nach oben flog mit dem Controller, weil der sehr empfindlich bei ihm ist. Eventuell ist da irgendwas defekt, befürchten wir, aber wir, Alter, ich bin so, Alter, what's up? Ich bin sofort gestorben, innerhalb von einem Schuss. Was bist du? Nein. Alter, was war das? Sind wir gestorben? Sofort. Der hat ein Streugewehr, du Doofkopf. Der soll mal sein Streugewehr in den Arsch schieben, ganz ehrlich. Kann schon mal Marsch legen, der Wichser. Der steht, guck mal, der steht nämlich noch im Bild. Jetzt fucking Scheißfies, bist du tot oder was? Der ist jetzt tot, ja. Ja, ich weiß. Bei langer Zeit. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass 70 Mal oder so ist wie ich. Ich hab keine Peilung, wo wir hin müssen. Denkst du ich? Ja, ich hab schon nicht so erhofft, dass du irgendwas weißt. Aber du bist ja so strohgeistig dumm, dass du nicht weißt. Du willst mich verarschen, du Wichser, oder was? Ne, so. Ist ehrlich, ne? Und so. Ach ja, dann hab ich's. Ja, was gibt es noch zu überreden hier irgendwie oder so? Dann hab ich's dir weg. Das gibt es zu überreden. Komm, jetzt sag mal einen Themenvorschlag. Ich hab nichts. Das eine Thema, was wir heute Mittag erlebt haben, das erzählen wir nicht beim nächsten Part erst. Wollte ich auch gerade sagen, das wollte ich gar nicht in Englisch ansprechen. Aber das machen wir im nächsten Part, weil der Part ist ja eh in 5 Minuten vorbei. Ungefähr, 5-6 Minuten. Oder? Ja, in 5-6 Minuten ist er vorbei. Wir haben ja schon 12 Minuten, fast 13 aufgenommen. Ah, oh, Scheiße. Ja, Tefo. Ja, was gibt's für Themen? Ich weiß nichts. Let's Play über irgendwelche bestimmten Themen zu reden, ist alles immer doof. Weil dazu gibt's Gameplays oder. Ja. Oder Minecraft Airplay. Airplay. Das zum Beispiel. Oh, scheiße, hat der Wichser den schon kaputt gemacht, ey. Alter, halt die Schnauze! Ich hab's kaputt gemacht, Alter. Ich mach kaputt. Naja, jetzt kommt hier die Stelle. So. Ah, nein. Jetzt, wo das Schild down gemacht wird. Oder was ist das? Die erste Aufnahme ist auch schon dann fast vorbei damit. Und oh, das war doof. Nappel. Nippel, nicht Nappel. Nappel klingt so. Oh, what the fuck, ey. Schränkt sich ja selber, wenn du. Nappel klingt so kleinkindermäßig, weißt du? Wir sind ja voll die Boys. Voll die Big Boys. Das Relais-Signal ist wieder abgerissen. Wir sind fast beim Strahl. Puff, tot. Tuff, wir fahren in den, okay, 3 Schild, so genau. Und jeder, der jetzt irgendwas anderes gedacht hat, ne, schämt euch. Schämt euch. Ist wirklich. Pädophil, scheiße.
Ach, fick dich, du Bobby, Alter! Sorry. Ich dachte, ich wusste nicht, dass ich das hier auch sofort töten kann. Ja klar, kannst du einen Ghost umhauen. Irgendwo, ja, hat er auch schon mal Scheuer weggemacht. Ja, vielen Dank. Grins. Du wolltest doch, dass es kommt mit dem Grins, ne? Achso, jetzt habe ich ja richtig falsch verstanden. Ich hab die Stelle auch falsch verstanden, nur. Hier waren wir doch schon. Ne, waren wir nicht. Gut, wie lange nehmen wir auf? Für über 15 Minuten. Ich würde sagen, wir haben auch mal Schlusswort für diese Folge. Alles klar, gut, bis gleich zur nächsten Folge und dann geht's weiter mit Halo 4. Bis dann, ciao, haut rein. Ich verabschiede mich dann für heute. Ich wünsche einen schönen Tag und so weiter und so fort. Laber, laber, laber. Bis gleich. Bis gleich.